Als vor einigen Jahren die KMN mit ihrer Musik den Markt überschwemmt haben, haben viele ihren Zusammenhalt gefeiert. Eine Gang, die durch dick und dünn geht. Sie pushen sich gegenseitig, machen zusammen Musik und ihre Shows waren immer gut besucht. Doch ziemlich schnell war klar, in dieser Gang gibt es mehr oder weniger beliebte Mitglieder. So wurde AZ durch seinen Aufenthalt im Knast so hoch gepusht, dass er klar der Liebling war. Auch Suna und Miami Yassin haben ihren Hype genossen und ihre Songs wurden immer gut geklickt. Der einzige, der auf der Strecke blieb, war Nash. Bei ihm sprang der Funken zu den Fans nicht über. Auch den Push, den er verdient hat, bekam er scheinbar nicht wirklich. Mehrmals hat er mit dem Gedanken gespielt, die Gang zu verlassen und hat es am Ende auch getan. Im neuesten Interview spricht er nun Klartext. Einen kurzen Ausschnitt gibt es, alles weitere habe ich für euch verlinkt. Mir war das klar. Also es ist jetzt keine Sache, die mir nicht bewusst war. Mir war schon immer bewusst, wie die Aufmerksamkeitskonzentration innerhalb der Leute, weil man kann es ja sehen, es gibt ja Klicks, es gibt ja Zahlen. Ja. Ich merke mir zwar keine Zahlen, aber ich weiß ganz genau, was sie für eine Aussage haben. Das stimmt. So. Und mir haben es Leute nicht gesagt. Es ist vielleicht doch, mein bester Freund hat es mir gesagt. So hat gesagt, ey, was sieht's aus hier? Warum achtest du nicht mehr auf dich? Warum guckst du nicht mehr auf dein eigenes Ding? So. Für mich war das aber so, ich habe nie die Sache als ein individuelles Ding gesehen, dass jeder für sich selber irgendwie gucken muss, wo er bleibt. Ich habe das mehr so gesehen, okay, was gut für den anderen ist, ist auch gut für mich. Und das ist aber nicht so, das sehen halt nicht alle so. Weißt du? Ja. Und wenn das andere so sehen, habe ich mir immer so gedacht, okay, alles klar, das ist deine Meinung. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Hätte der Rapper Nash alleine weitermachen sollen oder hätten die anderen KMN-Mitglieder ihn niemals gehen lassen sollen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.